Schönen guten Tag zusammen, das ist das neue Samsung Galaxy S6 Edge. Ist jetzt die 32 GB Variante mit in schwarzer Farbe zur Verfügung gestellt von Samsung Deutschland bzw. Amazon. Vielen Dank dafür. Die Verpackung, die ist eigentlich relativ schlicht, wie man sieht. Man sieht hier wirklich nur halt den Schriftzug Samsung Galaxy S6 Edge. Ansonsten ist nicht viel drumherum zu sehen. Also die Präsentation, die ist jetzt nicht so dolle gelungen, finde ich. Da gibt es auf jeden Fall schönere Packungen. Hier steht jetzt nochmal die Farbe drauf, Black Saphir. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, das fällt so ein bisschen auch ins Blaue rein. Da muss man sich einfach mal anschauen, wie das Ganze dann gleich aussieht, wenn es ausgepackt ist. Hier hinten gibt es jetzt nochmal ein paar Details zum Gerät selber, was für eine Hardware drin verbaut ist. Also wir können auf jeden Fall im 4G LTE Netz herumsurfen, das ist überhaupt gar kein Problem. 64-Bit Octa-Core-Prozessor. Dann sind hier jetzt auch nochmal die Abmaße von dem Display drauf, was verwendet wird. Wir haben eine 16-Megapixel Backkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Die Frontkamera, die kann in 1080p auch Videos aufnehmen, was ich übrigens sehr schick finde. Die 16-Megapixel-Kamera, die macht sogar 4K-Aufnahmen bzw. auch Slow-Motion-Aufnahmen. Dann gehen wir aber später nochmal ein bisschen genauer drauf ein, schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht, wenn man dann auch tatsächlich eine Aufnahme macht. Hier sehen wir jetzt auch noch Wireless Charging, steht aber auch schon in Klammer Charging Pad Required. Ihr müsst also, wenn ihr das wirklich nutzen wollt mit dieser Induktion, dann braucht ihr dazu dieses Charging Pack. Das müsst ihr dann halt eben noch separat kaufen. Ansonsten kann man das Ding natürlich auch über ein Micro-USB-Kabel ohne Probleme aufladen. Und das soll wohl auch sehr schnell gehen bei dem Handy. Also in der Beschreibung steht drin, dass man dieses Handy innerhalb von 10 Minuten für einige Stunden schon aufladen kann. Ist auf jeden Fall eine sehr nette Sache, wie ich finde. 32 GB Memory, wie gerade schon angesprochen. Ja, und das sollte eigentlich auch ausreichen. Es gibt auch noch andere Varianten von dem Handy, wo man jetzt sagen muss, die 32 GB Variante ist jetzt die kleinste von allen. Es gibt auch noch eine 64er, eine 128er, die dann natürlich auch dementsprechend nochmal mehr kosten. Welche jetzt letzten Endes für einen, die richtige ist, muss jeder für sich selber wissen. Für mich persönlich reichen 32 GB völlig. Hier sei aber an der Stelle auch nochmal gesagt, dass der Speicher nicht erweiterbar ist. Also man muss sich schon direkt am Anfang dann darüber Gedanken machen, was will ich mit dem Handy machen, was will ich alles auf dem Handy abspeichern. Wer jetzt, sage ich mal, zwischenzeitlich seine Videos macht, seine Bilder macht, aber die auch immer wieder auf dem PC überspielt, der wird da sicherlich keine Probleme haben, mit der 32 GB Variante zurechtzukommen. So wird es zum Beispiel bei mir sein. Ich überspiele meine Sachen immer direkt auf dem PC. Wer allerdings jetzt das Ganze als Business-Handy auch teilweise nutzen möchte, länger seine Videos drauf behalten möchte, vor allem auch viele 4K-Videos machen möchte, der sollte auf jeden Fall zu einer größeren Variante greifen. Also da sollten es 64 schon mindestens sein. Gut, ich würde jetzt mal sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus. Leider hat hier Amazon bzw. Samsung so einen unschönen Klebestreifen darüber geklebt. Das heißt, die Verpackung, die wird jetzt gleich ein bisschen lädiert hier an dieser Stelle. Das lässt sich leider nicht ändern. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal auspacken, das ganze Ding, und dann schauen wir uns mal an, wie das so aussieht, das Handy, bzw. auch was für einen Packungsinhalt wir haben.